Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Retro-Opening und heute öffnen wir eine Duelist Pack Collection Tin aus dem Jahre 2008. Habe ich noch nie hier aufgemacht, so alte Duelist Pack Collection Tins. Davon gab es ja so einige während der GX und der 5Ds Zeit und auch einige während der 6er Zeit, aber seitdem eher mehr oder weniger ausgestorben, dadurch, dass wir halt relativ wenige Duelist Packs allgemein bei uns bekommen. Ich dachte mir mal, yeah, machen wir mal so ein bisschen Oldschool-Stuff auf. Es gibt zwei Varianten davon. Es gibt einmal diese, ich würde es türkis-grün-bläulich nennen. Und dann gibt es noch eine richtig hellblau, dunkelblau-blau-blau-Tin. Das sind zwei unterschiedliche Tins mit unterschiedlichen Inhalten drin. Wir haben diesmal die grüne mit dabei, die ein paar sehr interessante Duelist-Packs am Start hat. Ich glaube, ich habe noch nie irgendeins dieser Duelist-Packs aufgemacht. Deswegen ist es für mich mehr oder weniger auch mein erstes Mal, dass ich die Dinger sehe. Wir haben hier eine Extra-Karte drin. Das ist der Kartenauswerfer oder die Kartenauswerferin. Und wie wir hier sehen, haben wir hier ordentlich Stuff noch von Upper Deck Zeit noch die Tin. Und wir haben zwei Duelist Packs, Jaden Yuki 3, zwei Duelist Packs, Jesse Anderson. Was interessant ist für uns aktuell, wo ich das gerade aufmache, weil der Schleifer Golem ist eine Karte, die momentan sehr gefragt ist. Ich glaube, das ist der Schleifer Golem. Und dann gibt es noch ein Duelist Pack, Zane Truesdale, unser guter Cyber Dragon Support. Und ich hoffe, da ist Cyber Dragon Stuff drin. Ich glaube schon. Ich habe diese Duelist Packs noch nie aufgemacht. Und halt einmal unsere Ultra Rare, die wir hier mit drin haben. Ich würde sagen, wir steigen ein und schauen mal rein, was wir hier draus bekommen. Okay, Duelist Packs haben eine etwas andere Rarity-Verteilung, aber so eine Holo so aus insgesamt der Tin, das wäre schon Bombe. Und schauen wir mal an. Oh, es gibt eine Einsteigereinleitung der Duelist Pack Collection. Was? Von Upper Deck damals noch. Oha, Alter. Das ist fast wie im Structure Deck hier. Okay, ein bisschen Werbung für die damaligen Sets. Ich glaube, davon würden wir heutzutage auch gerne noch ein paar Packs mehr haben wollen. Und, ja, cool. Aber halt auch wieder nur so eine Quickie-Anleitung. Nichts so kompliziertes. Das Ding mal zur Seite. Und schauen wir uns mal an, was wir hier haben. Da haben wir einmal den Kartenauswerfer oder einfach Kartenauswerfer. Geschlechtslos, auch wenn das eher. Ich glaube, das könnte man weiblich sagen. Kartenauswerfer. Einmal abschließend kannst du eine Karte im Friedhof deines Gegners wählen und aus dem Spiel entfernen. War im Anime wahrscheinlich ein ganz geiler Effekt. Ich glaube, den hat den Jaden mal gespielt. Ich glaube schon. Also einer in den GX-Anime hat den, glaube ich, safe gespielt. Ich weiß nicht genau wer. Vielleicht Jaden, vielleicht jemand anders. Sehr, sehr schön in Ultra Rare auf jeden Fall. Und dann schauen wir uns mal an unsere Duelist Packs, unsere fünf, die wir hier am Start haben. Stellen uns noch unsere schöne Tin hier mit rein ins Bild und gucken mal hier. Zweimal Duelist Pack Jaden Yuki 3. Davon gab es, glaube ich, drei Varianten. Ich glaube, eine vierte gab es nicht mehr. Dann zweimal unser Duelist Pack Jesse Anderson. Das könnte auch interessant sein, wenn wir euch ein paar Crystal Beasts ziehen. Oder ich weiß gar nicht, ist hier auch ein Rainbow Dragon drin? Stimmt. Und einmal Duelist Pack Zane Truesdale. Oh, Cyber Finsternis, da ist hier drin. Oh. Interesting. Schauen wir mal rein. Machen wir mal uns einen kleinen Mix hier draus. Quasi so. Let's go. So. Oh, diese uralten Booster. Da muss ich gleich nochmal riechen. Das sind ja noch Upper Deck Karten. Upper Deck Zeit. Wo sind die überhaupt hergestellt worden? Sind die. Wo sind die hergestellt worden? Das will ich wissen. Upper Deck, bla 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 bla. Niederlande. Hergestellt. Gedruckt in Belgien. Okay, gut. Die waren schon dort gedruckt, wo jetzt heutzutage es auch gedruckt wird. Und ich, oh, da gibt's eine. Ach ja, stimmt, Duelist Packs. Da gab's immer noch diese Infokarten und sowas hier, so mit. Yay, Duelist Pack. Yay, Duelist Pack, 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 Pack. Neo Weltraum Air Hummingbird. Spiegeltor. Böser Held Infernal Gainer. Helden Gegenangriff. Und dann haben wir Böser Held Infernal Prodigy als Super Rare. Boah, geht doch gleich gut los. Direkt mal mit einer Super am Start. Sehr cool. Ich glaube, den habe ich gar nicht. In keiner Rarity. Sehr cool. Evil Heroes, nicht wirklich ein großes Themendeck geworden. War ja ein Anime-Themendeck von Jaden, der das ja kurz gespielt hat, aber hat auch nicht viel Support gekriegt, nur ein paar Karten dazu. Okay. Dann schauen wir mal, was uns Jesse Anderson bereithält. Auf jeden Fall nochmal eine Strategiekarte, wie man mit den Kristallungeheuern umzugehen hat. Kristallverheißung. Kristallungeheuer Bernsteinmammut. Twister. Oh, der Klassiker.
Ah, oh, die Karte war mal sogar, als ich glaube ich 2013, 12 gespielt habe, war sie manchmal sogar ein bisschen was wert, weil quasi man wollte halt noch schnelleres MST, noch eine Karte zum MST haben. Das war das dann mehr oder weniger die einzige gute Alternative. Heutzutage haben wir noch viel mehr Alternativen: Kosmos Zyklon, Twin Twister, alles Mögliche. Gravistoßdrache. Und dann haben wir Kristallungeheuer Topaztiger als Rare. Okidoki. Nehmen wir mal hier mit dazu. Unser erster Rare. Wir kriegen entweder eine Rare oder eine Holo. Dann Zane Truesdale. Ach ja, wir wollten ja noch mal riechen. Riechen wir mal rein. Oh ja. Der gute alte Geruch der Vergangenheit. Ah. Angriffsabwehreinheit. Überlastfusion, sehr cool. Zukunftsfusion. Oh. Mittlerweile wieder zurück mit einem Erratum. Das ist ein bisschen. Ja. Ich glaube, man muss die Karten in der nächsten Standby-Phase oder so millen oder irgendwie sowas war das. Die kriegt man nicht direkt gemillt, so. Ich glaube, das war die Änderung. Dann begrenzt Entferner. Oh, das sind drei richtig gute Karten eigentlich hintereinander. Und dann haben wir einen Cyber-End-Drachen als Rare. Sehr cool, dass ich hier als Rare dann nochmal drin war. Sehr cool. Damals glaube ich ja in Elemental Energy, glaube ich. Ultra und Ulti. Wenn ich richtig liege. Ich glaube, das müsste sein. Ja, nee, was laber ich? Elemental Energy, Cybernetic Revolution. Was laber ich da? Der war doch da auf dem Cover drauf. So, dann kommen wir zum nächsten. Heldenorden. Elemental Another Neos. Ja, eine sehr gute Karte gewesen. Damals Gemini Hero Beatdown. Kontaktwandeln. Schaukelnde Erinnerungen. Und Neo Weltraum Grand Mole. Yeah. Ich finde den awesome. Der ist cool. Ich verstehe noch nicht, warum er immer noch auf 1 ist bei uns. Ich glaube, der ist immer noch auf 1 bei uns, oder? Oder ist er mittlerweile auf 2 gegangen? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist immer noch auf 1. In OCG ist er, glaube ich, mittlerweile auf 3 oder so. Bei uns hier immer noch auf 1. Und ja, das letzte Pack kommt schon jetzt am Start. Ich glaube, wir haben all unser Glück schon verpulvert hier mit dem Prodigy. Aber hey, das ist besser als überhaupt keine Holo. Kristallrei GG. Magnahiebdrache, Kristallungeheuer Smaragdschildkröte, Kristallsegen und dann haben wir Kristallungeheuer Amethystkatze als Rare ganz zum Schluss. Okidoki, dann können wir ja nochmal kurz zusammenfassen. Eigentlich ein paar sehr nice Anime-Karten, ein Grand Mole, ein Cyberend-Drachen, ein Kristallungeheuer Topaztiger und eine Amethystkatze. Dann haben wir unser Kartenauswerfer als Ultra Rare Promo und einmal eine Holo aus den Duelist Packs, einen bösen Held Infernal Prodigy. Kann man auf jeden Fall nicht klagen. Hätte man auf jeden Fall schlimmer haben können ohne eine Holo. Finde ich super, dass wir eine rausbekommen haben. Und ja, ich muss dann nochmal irgendwann mal noch die Schwestertin, die Blaue, nochmal irgendwie an den Start kriegen. Ich hoffe, euch hat soweit dieses Opening gefallen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das war's dann hier von mir. Bis dahin. Tschüssi.